Guten Tag, Leute von heute. Ich möchte euch heute mal zwei Andux-Trainer vorstellen, die ich geschenkt bekommen habe zum Geburtstag. Ich weiß zwar schon, was drin ist, aber das macht es nicht weniger interessant und cool, was darin ist. Und wir fangen einfach mal mit dem an, weil hier noch ein Aufdruck drauf ist. So, wir haben hier das übliche Gedöns. Ich habe es nochmal original verpackt, ist dann schöner. Ja, ich bin komisch. So, dann haben wir hier wieder eine normale Andux-Nylon-Tasche mit dem Schriftzug drauf. Aber nicht weiter spannend. So, hier haben wir dann das erste. Finde ich sehr cool. Das Design hatte ich vorher noch nie so gesehen. Hat schon was. Das ist in so einem Hochglanz poliert worden. Finde ich sehr schön. Das ist wie beim Bradley Chimera. Vielleicht kennt das noch einer. Der ein oder andere von euch. Das war so ähnlich poliert. Ich glaube, das hat aber sogar noch mehr geglänzt. Das hat richtig gespiegelt. Hier spiegelt das halt nicht so viel, es liegt einfach daran, dass hier ein bisschen dreckig ist. Aber das lässt sich ändern. Ja, man sieht es hier schon, es glänzt. Aber darum soll es jetzt erstmal nicht gehen. Denn es geht halt erstmal nur darum, dass es ein Balisong-Trainer ist. Wie man offenbar sieht. So. Was mir hier am meisten gefällt, ist das Latch. Das ist ein normales Spring-Latch, das ist auch klar, das sieht man ja auch. Aber das Spring Latch hier hat eine Bedeutung und ich finde, das sollte einfach mal jeder so machen. Und zwar kann man hier nämlich mit einer Schraube einstellen, wie hoch oder wie niedrig das sein soll. Also wie man das halt braucht, weil wenn hier zum Beispiel mal ein bisschen Abnutzungen nach mehreren Tagen, Stunden Flippen entstehen, dann stehen die Handles ja enger zueinander und da wäre es halt auch schon praktisch, wenn man das verstellen kann. Dann geht das Spring Latch nämlich nicht immer automatisch auf. Aber momentan hält es noch und das soll auch hoffentlich mal eine Weile so bleiben. Das hier ist nämlich nicht verschraubt, sondern vernietet worden. Und hier mal irgendwann mal was sein wird, dann kann man es leider nicht nochmal nachziehen. Bei anderen geht es halt unter schwerem Protest, weil die Schrauben halt so viele Schraubenfest drin haben, dass man das eigentlich auch schon als vernichtet abstempeln könnte, aber mit ein bisschen Mühe geht das dann auch schon. Und gucken wir mal aufs Handleplay. Wir haben hier nahezu nichts und es klimpert auch nicht, wenn es zu ist. Also man hört hier halt einfach nichts. Aber das Teil hat schon einen schönen Sound, muss ich sagen. Und Spaß macht's auch. Sehr cool. So. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal kurz raus und ich präsentiere euch mal die technischen Daten zu diesem Balisong Trainer. Willkommen zu den technischen Daten. Wir haben bei dem ersten Trainer ein Gewicht von 137 Gramm, haben eine 10,8 cm lange Klinge aus dem 440er C-Stahl, haben eine Grifflänge von 13,3 cm und ebenfalls wieder 440 C-Stahl. Die Gesamtlänge des Messers, also im offenen Zustand, beträgt 23,6 cm. So, und das war es dann auch zu diesem schon gewesen. Link ist natürlich zu beiden wieder in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch dann viel Spaß damit und wir kommen einfach zum nächsten. So, der nächste hat hier wieder so eine einfachere Verpackung. Auf den Inhalt gehe ich nicht weiter ein. Hier sind wieder solche Kügelchen drin. Hier ist noch eine Tasche drin und Schaumstoff. Und hier ist dann das Messer, was nochmal in der Folie war. Also Balisong Trainer. Ich muss mir das mal angewöhnen. Und so sieht das Ganze aus. Der ist schon etwas älter. Der ist aber nicht unbedingt von Andux. Den habe ich auch schon bei etlichen anderen Firmen gesehen. Die so Balisong Trainer verkaufen. Und mal sehen hier schöne Holzgriffschalen. Mal gucken, wie lange die halten, weil ich habe im Internet gelesen, die sollen nicht so lange halten. Die fallen irgendwann ab und dann fällt das ganze Teil auseinander. Aber man kann hier etwas verschrauben und das ist auch schön. Leider ist das Latch nicht so eins, was man enger stellen kann, aber das ist nicht weiter schlimm. Man kann es ja auch abmachen im Notfall. Und ja, es hängt ein bisschen. Das muss man nachher mal noch ölen oder ein bisschen locker stellen. Aber das ist jetzt nicht weiter das Problem. Dieses Messer, also diese beiden Andux-Trainer waren übrigens ein Geschenk von meinem Opa. Ich weiß auch, warum er mir das Holzmesser geholt hat. Weil das hier ein bisschen scharfkantig ist, wie er schon selber festgestellt hat.
Und weil es halt mal ein echtes war und da wollte er mir dann halt noch einen wirklich legalen Trainer schenken, der auch Holzgriffe hat. Mein Opa hat auf jeden Fall schon mal Geschmack. Das ist sehr schön. Aber man sieht halt hier auch schon die Unterschiede. Denke ich mal, oder? Hier habe ich die Schrauben schon öfters mal nachziehen müssen. Ich habe jetzt hier eine neue Art von Loctite reingemacht. Und zwar kann man die Schrauben halt nicht so gut reindrehen. Also habe ich darunter Draht geklemmt, damit sie wenigstens etwas festhalten. Aber man hört es und man sieht es auch. Wirklich was gebracht hat es jetzt nur nicht. Aber das ist jetzt nicht weiter schlimm. Es ist trotzdem noch eins meiner Lieblingsmesser, weil es halt ein Geschenk ist. Das hat mein Opa nämlich mal aus Polen mitgebracht. Die machen halt auch Balisongs, weil die dort legal sind. Ist halt eine schöne Sache. Und es macht halt Spaß, damit zu flippen. Kommen wir hier auch wieder zu den technischen Daten. So, der zweite Balisong-Trainer hat ein Gewicht von 128 Gramm, hat eine Klingenlänge von 10,2 cm und besteht aus dem 404C-Stahl. Der Griff ist 12,5 cm lang. Das Griffmaterial ist hier wieder Edelstahl, aber was das für ein Holz ist, konnte ich jetzt nicht in Erfahrung bringen. Auf der Seite stand nämlich nur Holz. Also wirklich eine sehr gute Beschreibung. Nichtsdestotrotz haben wir eine Gesamtlänge von 22,7 cm. So, okay, und das wäre es dann eigentlich auch schon wieder zu diesem Video gewesen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, mir dabei zuzuschauen, wie ich hier ein paar Andux-Trainer vorstelle, die mal wieder etwas günstiger sind. Die beide haben unter 20 € gekostet, also jedes einzelne hat unter 20 € gekostet. Und macht Spaß, damit zu flippen, das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Auf jeden Fall wieder ein sehr schöner Balisong-Trainer, den ich in meiner Sammlung jetzt dazu addieren kann. Ja, das wäre es dann auch wirklich mal diesmal zu dem Video gewesen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.